So, jetzt habe ich mir 2 Stunden, 2,5 Stunden, ne, 3 Stunden sogar schon, 3 Stunden nach dem Aufstehen einen Saft gemacht, beziehungsweise vorbereitet, aber werde ich noch nicht trinken. Das waren diesmal 5 Orangen, 3 waren mir gestern doch zu wenig. Habe ich einfach mal 5 gemacht, das sind jetzt 500 Milliliter, also 250 Kalorien. Das werde ich noch mit, ja, zur Hälfte mit gefiltertem Wasser auffüllen. Ich hatte letztes Mal 3 Viertel Wasser gehabt insgesamt. Das war mir dann doch zu dünn. Also bei mir ist das halt alles ein Experiment und ich mache das halt auch noch nicht jahrelang oder so und könnte dann irgendwie schon das Perfekteste zeigen oder so. Bei mir ist das einfach ein Experiment und da kann halt jeder selber gucken, wie er das bewerten und interpretieren will. Und der Wasserfilter ist übrigens, sieht man hier von Maunawai, die größere Version davon hat Carbs Vegan Up, also Martin schon mal vorgestellt. Das ist im Prinzip genau das gleiche, nur in kleiner, also für 1 bis 3 Personen, also maximal 3 Personen, eher 2. Und da haben wir auch einen Aktivkohlefilter und der arbeitet, glaube ich, habe ich zumindest, also nach meinem Verständnis zumindest, mit Umkehrosmose. Jedenfalls filtert er auch alles, also Bakterien, Medikamentenrückstände, Schwermetalle, Pestizidrückstände und auch Mineralien wie Kalk und sowas, aber remineralisiert noch ein bisschen durch die Steine da unten. Ja, und der hat halt nur 75 Euro gekostet und filtert auch alles zu 95 bis 98%. Habe ich mir gedacht, brauche ich halt keinen großen anschaffen und davon habe ich wirklich keine Vergiftungssymptome und schmeckt auch ziemlich gut. Also wenn man sich einen Wasserfilter holt, würde ich immer den empfehlen. Also ich habe mich damit mehrere Tage, Stunden lang beschäftigt und ja, habe da jetzt keine Nachteile theoretisch wie praktisch entdecken können. Also sozusagen Kannenfilter, aber halt trotzdem nicht diese normalen Kannenfilter, die haben halt nur Aktivkohle oder noch nicht mal Aktivkohle, sondern zwar auch Kohle, aber ein anderes System und die filtern dann sehr viele Sachen nicht raus. Also ich denke mal, in einer Stunde oder so werde ich mir den Saft gönnen. Ist ja zwar nicht mehr komplett frisch, aber ich wollte ihn jetzt schon mal machen, weil ich irgendwas machen wollte. Und werde mit 50% Wasser auffüllen. So, ich hatte noch nach dem Orangensaft 3 Bananen gegessen, weil ich richtig Lust drauf hatte. Und der Körper einfach gesagt hat, ich will die Ballaststoffe haben. Und es hat auch funktioniert. Der Darm hat richtig zufrieden gegrummelt und war eine richtig schöne Darmbewegung drin. Und das 15 Minuten lang. Das war so richtig gut. Dann habe ich vorhin halt den ein paar Obstsorten getestet und abgedreht. Werdet ihr sehen oder habt ihr schon gesehen, je nachdem. Da habe ich dann ein paar Sachen gegessen. Das waren. Ich zeige am Ende sowieso nochmal im Chronometer alles für heute. Und jetzt werde ich. Dann habe ich noch 2 Kaktusfeigen gegessen. Eine hatte ich probiert und jetzt esse ich die restlichen beiden und 2 frische Feigen. Und das ist dann die. Ja, zweite Mahlzeit, also der Orangensaft und 3 Bananen oder die erste. Aber ich habe dazwischen eine Stunde gewartet. Dritte und letzte Mahlzeit sind einfach 100 Gramm Linsensprossen, also Berglinsen. Und die schmecken richtig gut. Richtig würzig und nussig und trotzdem frisch. Und wer dazu, auch wenn es eine falsche Kombination ist, werde ich noch ein paar Weinbeeren dazu essen. So, ja, 50 Gramm. 50 Gramm sind 150 Kalorien. Die 100 Gramm sind, glaube ich, 150 auch. Ja, könnte hinkommen, sind 300. Dann wäre ich heute bei ca. 1200 Kalorien sogar, weil ich die Früchte da probiert habe, die exotischen Früchte, und die habe ich dann halt durcheinander gegessen. Was natürlich nicht so gut war und naja, kann man aber mal machen. Sich halt gönnen. Also sehe ich da als Rohveganer null Probleme, Mangel zu kriegen und auch nicht mit wenig Kalorien irgendeinen Mangel zu kriegen. Aus den genannten Punkten. Ich kann ja nochmal kurz zusammenfassen, die Punkte ganz schnell. Erstens ist die Fruchtqualität und die Gemüsequalität wahrscheinlich sehr viel höher, als hier die Daten erfassen, von dem, was ich konsumiere. Deswegen kann man hier vielleicht noch ein Drittel überall draufrechnen oder sogar 50%.
Zweite Sache ist, wenn die Daten halt relativ neu sind aus den 90ern oder neuer, dann ist es so, dass, ja, das hatte ich ja eigentlich schon gesagt. Also dann kann es sogar sein, wenn die Daten halt wirklich relativ neu sind, dann kann es halt wirklich sein, dass die Sachen, die ich konsumiere, nicht nur ungefähr 30% der Nährstoffgehalt haben, sondern sogar 100% bei manchen einzelnen Mineralstoffen oder Vitaminen. Also das ist der eine Punkt, dass ich wahrscheinlich mehr habe, als hier steht. Zweiter Punkt ist Wildkräuter. Wenn ich die regelmäßig täglich einbaue, dann kriege ich immer genug Kalzium und auch Eisen und sowas. Der dritte Punkt ist, boah, ich habe mich schon so fusselig geredet, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, sorry. Der dritte Punkt ist, steht hier gar nicht drin, dass gewisse Organisationen Interesse daran haben, die Grenzwerte höher zu halten. Da fällt mir noch ein Punkt ein. Und Chronometer selber hat auch ein Interesse, oder die zumindest die Weltgesundheitsorganisation, scheiße Mann, hat auch ein Interesse daran, die höher anzusetzen, deutlich höher anzusetzen, damit die nicht verklagt werden können, falls man irgendeinen Mangel erleidet, wo man dann sagen kann, ja, ich habe hier doch als Folge Mangel erleidet, du hast mir da viel Information gegeben, ich verklag dich jetzt, deswegen ist das höher angesetzt. Auch wegen einzelnen anderen Organisationen, externen Organisationen ist das meiner Meinung nach höher angesetzt, zumindest Kalzium und Eisen zum Beispiel. Vielleicht auch Zink, was oft in Fleisch drin ist, meine ich jedenfalls. Der dritte oder vierte Punkt, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, ich glaube, vierter Punkt ist, dass man als Rohveganer, als High-Carber und als Veganer effizienter Nährstoffe aufnimmt, die Darmflora halt effizienter funktioniert und die Zellen, beziehungsweise und das nicht beachtet wurde, wahrscheinlich, dass die Zellen im Darm die Aufnahme regulieren können, also auch nach oben hin regulieren können, bis 30 zu 40%. Und der fünfte und wahrscheinlich letzte Punkt ist, dass man nicht jeden Tag alles davon voll haben muss. Ja, deswegen sehe ich dann null Probleme. Und das wollte ich zusammenfassend mal sagen. Ich denke, das kann ziemlich interessant sein. So, das war der Full Day of Eating. Ich habe jetzt hier eine halbe Stunde geredet. Ach du Scheiße. Das werde ich als separates Video dann machen. Bis dann.